So, ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Farsi-Vortrag in der kleinen Runde heute zum Feiertag. Nichtsdestotrotz widmen wir uns heute ganz der Aufmerksamkeit Godo und vor allem dem Hannes, der uns etwas über diese Game Engine erzählen möchte. Hallo Hannes! Hallo. Ja, danke, dass ihr trotz schönem Wetter gekommen seid. Ja, ich leg direkt los. Also es geht heute um Godo, eine Spiele-Engine. Und zwar eine Open-Source-Spiele-Engine, das wird auch noch wichtig sein, weil wir haben ja alle in den Nachrichten gelesen, dass jede Engine, die das auf sich hält, mittlerweile kostenlos, oder bietet so eine kostenlose Lizenz an, also Unity, die Unreal-Engine, ich glaube Crysis gibt es auch irgendwie, was kostenloses. Ja, und da habe ich schon geschrieben, so gibt es überhaupt Open-Source-Spiele-Engines, wenn die großen Engines ja alle frei sind. Aber den wollen wir ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und vor allen Dingen will ich aber auch einfach zeigen, wie Godo so läuft, was die Besonderheiten sind. Ja, fangen wir einfach mal an. Ja, los geht es erstmal mit dem Überblick, dann um die Plattformen, und zwar auf denen Godo läuft und für die man auf Godo seine Spiele später exportieren kann. Ja, ein wichtiger Punkt bei Godo, das sind Nodes. Die Descript ist die Programmiersprache. Dann gibt es eine kleine Einführung in das User-Interface von Godo. Ein besonderer Punkt ist noch auf Cutout-Animation gelegt. Ja, die Godot-Engine. Die ist unter Open-Source-Lizenz, und zwar die MIT-Lizenz. Und das seit Ende 2014, also im Dezember. Vorher wurde das von einem kleinen Studio, die heißen Occam, entwickelt. Und war ja für die einfach eine Möglichkeit, um Spiele zu entwickeln. Und die haben es aber im Dezember entschlossen, das Ganze ja in die Öffentlichkeit zu bringen, und haben das direkt dann schön unter MIT, die ja sehr, sehr liberal ist. Genau, sehr liberal ist. Also man kann eigentlich alles damit machen. Kann man so kurz zusammenfassen. Genau, es ist eine integrierte Entwicklungsumgebung, das heißt, alles läuft in dem Godot SDK ab. Es ist sehr visuell orientiert, das werden wir auch nachher noch sehen. Es ist also nicht so, dass man die ganze Zeit nur am Coden ist, sondern viele Sachen klickt man sich tatsächlich zusammen. Aber trotzdem auf eine sehr interessante und sehr mächtige Art und Weise, finde ich. Genau, zu den unterstützten Plattformen. Einmal läuft das Ganze unter Windows, macOS und auch Linux. Und da haben wir auch schon einen großen Unterschied zu den großen Engines, die ja nicht alle unter Linux laufen, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube zum Beispiel Unity läuft nur unter Windows und Mac. Ja, das war ja so, dass die fertigen Spiele meistens auch unter Linux laufen. Aber halt genau, exportieren kann man oft in verschiedenste Plattformen, nur entwickeln. Dafür muss man sich dann halt doch irgendwie Windows installieren oder einen Mac besorgen oder einen Hackintosh. Genau, und jetzt kommen wir zu den Plattformen, für die man seine Spiele entwickeln kann. Einmal natürlich Windows, OS X und Linux, worauf man ja auch entwickeln kann. Aber auch es gibt Export-Templates, zum Beispiel für Android, für iOS, HTML5, das läuft momentan nicht so ganz richtig. Es gab früher auch welche für PlayStation 3, PlayStation Vita, BlackBerry 10. Die sind momentan, glaube ich, auf Eis. Aber prinzipiell ist die Engine so erweiterbar, dass man einfach so ein Export-Template einfach, also man kann auf jeden Fall eigene Export-Templates schreiben für das System, wofür man es haben will. Und ja, das ist dann nur eine Frage des Templates, ob das Ganze dann auf der Plattform laufen wird. Genau, zu den Features. Erstmal 2D, das ist ja immer eher so mein Steckenpferd, weil ich irgendwie nie zur 3D-Entwicklung komme, aber trotzdem gibt es dazu auch noch gleich was. Genau, man kann erstmal komplette GUIs in Godot entwerfen. Da ist alles schon dafür da, also Textfelder, Buttons, Panels, Scrollviews, alles, was man so kennt, kann man sich da auch schon zusammenklicken. Es gibt natürlich Sprites. Es gibt die Möglichkeit, Sachen zu animieren, und das ist auch ein sehr mächtiges Animationstool. Das ist ähnlich, wer meinen Blender-Vortrag gesehen hat. Ganz ähnlich, also alles, was man so sehen kann an Parametern, das kann eigentlich animiert werden. Es gibt eine eigene Physik-Engine, die ist sehr ähnlich zu Box2D. Funktioniert eigentlich fast genauso. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Partikeleffekte zu machen. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, auch direkt Karten zu editieren in Godot. Es gibt sogar auch noch Sachen zur Wegfindung, habe ich hier, glaube ich, noch nicht aufgelistet. Genau.
Dann gibt es Licht- und Schatteneffekte in 2D mittlerweile, also dass man auch wirklich Objekte hat, die das Licht obstruieren, und dann gibt es dynamische Schattenwürfe dadurch. Und natürlich Shader. Und in der neuesten Version, der Beta 1.1 momentan, da gibt es sogar sogenannte Screen Shader, da kann man so Post-Processing-Sachen machen. Also dann kann man ja auf den ganzen Bildschirm so einen Shader anwenden und kann dem Spiel dann zum Beispiel so einen Pixel-Look geben, obwohl es eigentlich gar nicht so in Pixel-Art gemacht ist, und das sieht trotzdem ziemlich gut aus. Oder so ein Sepia-Filter, alles mögliche, alles was man mit dem Shader machen kann, kann man eben dann auf den ganzen Screen anwenden. Genau, zu den 3D-Features. Also man kann erstmal 3D-Modelle mit Animationen importieren, und ja, da gibt es halt die großen Animationsprogramme und natürlich auch Blender. Und für Blender gibt es sogar extra einen Collada-Exporter, mit dem man sehr einfach innerhalb von wenigen Minuten ja, sogar ganze Szenen eigentlich exportieren kann und dann in Godot importieren. Das heißt, vielleicht würde ich mich dann doch irgendwann mal auf der 3D-Spielprogrammierung widmen, wenn das jetzt so einfach ist. Mal gucken. Es gibt so Sachen wie Skelettverformung, verschiedenste Lichttypen, Shadow Mapping, ganz flexible Shader, die sind auch Node-basiert, auch wieder so ein bisschen wie Blender. Es gibt verschiedene Materialienmodelle, man kann HDR-Rendering machen. Genau, hier gibt es auch Post-Processing, das heißt ja, Nebel, also Glow, Bloom, man kann Farbkorrektur machen, um dem Ganzen quasi so ein bisschen filmischeren Look zu geben. Ja. Ja, eben habe ich schon erwähnt, dass Nodes eine sehr große Rolle spielen. Eigentlich ist in Blender, in Godot fast alles eine Node. Also ein Sprite ist einfach eine Node. Ja, so ein Button aus einer GUI ist eine Node. Und die haben halt immer gemeinsam, dass sie Namen haben, dass sie verschiedene Eigenschaften haben können. Es gibt ein Callback. Das ganz Allerwichtigste ist eigentlich, das sieht man auch schon daran, im Prinzip erbt alles von der Node-Klasse, so kann man sich das vorstellen. Und jede Node kann wiederum als Kind anderer Nodes funktionieren. Also kann man beliebig untereinander unterordnen. Und keine Ahnung, wenn man zum Beispiel jetzt ein Objekt hat und dem gibt man Bewegung und dann hängt man einfach noch eine Node dran, dann ist die erstmal, macht die Bewegung einfach mit und kann natürlich aber wieder eigene Sachen machen. Das sehen wir auch nachher noch. Dann kann man auf die Node zugreifen über die Root-Node. Eigentlich Fresh ist sehr gut Node geschrieben. Es gibt eine Root-Node und da sind dann alle drunter. Es ist wirklich so eine Baumstruktur. Und über die Root-Node hat man theoretisch von jeder Node wiederum Zugriff auf alle anderen Nodes, die es in der ganzen Szene gibt. Ja, man muss trotz all der Sachen, die man zusammenklicken kann, schon auch noch ein bisschen was textuell programmieren. Und dafür gibt es in Godot Really Script. Und das ist sehr ähnlich. Das ist von der offiziellen Godot-Seite, wie die das Really Script erklären. Also die Node ist, wird halt kontrolliert von so einer Brain Slug. Die stellt das Script dar. Ja, das heißt, die ist eigentlich das Verhalten dieser Node. Genau, GDScript ist sehr Python-ähnlich, also hat im Prinzip die gleiche Syntax, also es gibt keine Semikolons und durch Einrücken wird halt verschachtelt. Also die meisten, ich weiß gar nicht, was wirklich die Unterschiede zu Python sind. Die haben wohl nur kein echtes Python genommen, auch damit sie halt leichter in ihr ganzes Ding integrieren können. Genau, es ist dynamisch getypt. Ach ja, und da gibt es anscheinend eine Demo. Dann haben wir noch nicht raus. Ja, dann schauen wir doch direkt einfach mal hier in den Projektmanager. Das ist so der Begrüßungsbildschirm. Also unter Windows ist es übrigens so, dass Godot einfach nur eine Excel-Datei ist und sonst nichts. Also man sieht auch, habe ich gerade eben als Überraschung festgestellt. Ja, also es ist wirklich, man hat eine ausführbare Datei und das ist dann das ganze Ding. Wenn man das dann mit Unity vergleicht, ist das schon ein ziemlicher Hammer, finde ich. Lässt sich auch sehr einfach kompilieren. Also ja. Ich lade es immer über Git runter und kompiliere es selbst und das funktioniert wunderbar. Genau, also man hat hier diesen Projektmanager, da kann man sich verschiedene Favoriten erstellen. Hier ist noch mein Spiel aus dem letzten Game Jam, den wir hier mit dem Hasi veranstaltet haben in der Oberstadt. Und hier ist mein aktuelles Projekt, Team Planet. Das ist eine Weiterführung unseres Global Game Jam Projektes von Anfang des Jahres, was wir damals in Unity gemacht haben, wo ich sehr darunter gelitten habe.
Und ich bin jetzt richtig froh, dass ich das hier in der vernünftigen Spiele-Engine nochmal neu aufsetzen konnte. Genau, wir gehen einfach mal in das Projekt rein. Das war wirklich schlimm. Ja. Zum Beispiel kann man hier auch seine Projekte ganz einfach in das Git reinstellen. Das ist kein Problem. Bei Unity ist das die absolute Hölle, wenn man mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeiten will. Jedenfalls ist das meine Erfahrung vielleicht, wenn man da noch viel Geld zahlt, das ist besser, ich weiß es nicht. Mit anderen Worten, ich, pardon, wenn ich da so einhake, aber das heißt, du hast hinterher auch wirklich eine definierte Verzeichnisstruktur, mit der, wo dein Projekt drin lebt. Genau. Und das sind überwiegend Textdateien. Mit denen das sind XML-Dateien. Ja. Und ja, das Schöne ist, man kann auch, also man hat erstmal quasi eine Hauptszene und kann aber auch jedes einzelne Element wieder in eine Szene verwandeln. Die speichert man auch einfach als XML-Datei und dann kann man die nachher auch wieder instanzieren einfach. Wenn man sich dahin eben dieses Prefab-System von Unity, ich höre jetzt gleich auf in den Unity-Machine, das hat mich so aufgeregt, dieses Prefab-System, das so unflexibel ist. Und hier kann man einfach sagen, hier, das Ding hier, das speichere ich jetzt hier, den Player zum Beispiel, speichere ich als eigene Szene ab und dann kann ich den danach beliebig oft programmatisch instanziieren und kann mir so viele Player erzeugen, wie ich will und kann dann aber das Script trotzdem auch immer noch ganz leicht bearbeiten und den Player verändern und habe das hier auch wunderbar in dieser Baumstruktur drin. Also ich finde das einfach Geschichte gelöst, sagen wir es mal so. Ich komme mit Unity nicht klar, das ist vielleicht auch mein Schuld. So. Naja, jetzt sehen wir hier schon, wie das hier so ungefähr aussieht. Also, es ist wirklich so ein bisschen what you see is what you get. Man kann sogar auch irgendwo hier einschalten, dass die Animationen die ganze Zeit abgespielt werden. Dann lassen wir den Laptop ein bisschen aus, also auf dem Desktop-Rechner kann man das wirklich machen. Dann werden jetzt also hier eigentlich schon die ganzen Animationen abgespielt, die ganze Zeit, also alles, was im Loop läuft, die Standardanimationen und so weiter, die laufen dann schon. Und man sieht eigentlich schon wirklich, wie man beim Ausfilmen aussieht. Gesund. Ja. ja, aber ich wollte was zu GDScript sagen. Und dann muss man jetzt leider sehr klein hier. Hier, oder ich sage erstmal was zu den Nodes. Genau, also das hier sind die ganzen Nodes. Also hier ist eine so eine Hauptnode, das ist die Welt an sich. Und da sieht man auch, wenn man länger mit der Maus übergeht, dass es vom Typ Node2D ist. Und dann haben wir hier den Hintergrund, das ist einfach dieser Sternenhintergrund. Der ist ein Sprite und Sprite ist ja halt auch wieder die Node. Und so spannt sich das hier alles baumäßig auf. Dann haben wir hier noch so einen Parallax-Background, der funktioniert eigentlich gerade gar nicht, können wir auch löschen. Dann hat man den Player und dann sieht man schon, der Player, der hat dann hier verschiedenste Sachen, die man auch so aus anderen Engines, die auch zum Beispiel Box2D verwenden oder ähnliches, solche Collision Shapes, ein Raycast, hier sind die Sprites untergebracht, hier haben wir was mit den Ton abzuspielen, hier ist noch eine Kamera, das ist auch ganz witzig, ich habe ja schon gesagt, man kann alles Mögliche in der Node zuordnen, und wenn man jetzt will, dass die Kamera dem Spieler folgt, dann ordnet man einfach den Spieler unter und dann folgt die erstmal einfach dem Spieler. Das ist sehr, sehr praktisch. Das muss man sich erstmal nicht mehr weiter drum kümmern. Ja, aber hier neben dem Player sehen wir noch was Interessantes. Und zwar das hier, dieses Stiftrollensymbol. Und immer wenn man das sieht, dann weiß man, da ist ein Script hinterlegt. Und da klicke ich jetzt mal drauf. Und dann komme ich hier auch in so einen internen Editor. Ich hoffe, das kann man halbwegs sehen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt größer macht. Egal, ich kann ja erkennen, was das ist. Also. Das sieht eigentlich aus wie ein normaler Python-Code, würde ich sagen, wenn ich das einschätzen kann. Das war alles anders. Bitte? Das war alles anders. Echt? Und das ist Punk. Mhm. Ja, dann ist es nur so ein bisschen wie Python. Ich bin kein Python-Experte. Aber hier sehen wir auf jeden Fall am Anfang erstmal, dass das hier RigidBody2D extended. Also wir haben hier eine Vererbung. Dann haben wir die ganzen Variablen. Und dann geht es hier weiter runter. Und so eine Ready-Funktion, die ist eigentlich immer da. Und da kann man eben Sachen initialisieren. Und dann bei Sachen, die was mit Physik zu tun haben, da benutzt man immer die Funktion Fixed Process. Die wird also dann immer nach einem festen Zeitpunkt aufgerufen, möglichst. Also zum Beispiel irgendwie jede 60. Sekunde einmal oder so. Wird die halt jedes Mal aufgerufen, während das Spiel läuft. Und da kann man dann eben ja, die Spiellogik im Prinzip machen. Haben wir noch was Besonderes hier? Nee. Ja, man sieht jetzt hier von der Syntax her, Einrückung ist sehr wichtig. Genau, weil dadurch kommt eben die Schachtelung zustande. Und ja,
ja, mittlerweile gibt es auch hier sehr viele Kontexthilfen. Also wenn man tippt, dann werden dann auch Sachen vorgeschlagen. Und mittlerweile gibt es auch hier eine sehr schöne Hilfe. Da hat man eigentlich alles, was es so im Repo gibt. Man kann hier auch suchen und findet dann eben die jeweiligen Eigenschaften, Methoden und so weiter von den Objekten. Also man kann da irgendwas aufrufen. Also die Doku ist hier schön integriert. Ja, es funktioniert eigentlich alles schon ziemlich gut. So. Ja. So viel erstmal zu dem GDScript. Jetzt sind wir mal zurück. Ah ja, jetzt kommt komischerweise erst die Einführung. Die habe ich ja jetzt schon teilweise gemacht. Ja, gucken wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Also wie gesagt, hier ist dieser Szenenbaum. Und dann haben wir hier unten noch, wenn ich jetzt mal irgendwas hier anklicke, was ein bisschen interessanter ist, zum Beispiel das hier, ist hier so ein Inspektor und da hat man, was sieht man das? Ich weiß nicht, macht man vielleicht. Genau, das ist nach hier. Ja, hier hat man eben die Sachen, die jetzt zum Beispiel typisch für Node2B sind, wie die Position, Rotation, Skalierung, Z-Layer-Position. Dann haben wir hier Sachen, die halt nur für Sprites oder für Canvas-Items gelten, dass das Ding sichtbar oder unsichtbar ist und so weiter. Man kann Materialien zuweisen und da kann man eben dann auch Shader zuweisen. Und dann kann man auch noch ganz bequem hier sagen, was denn machen soll, wenn pausiert wird. Also entweder wird das vererbt, machen wir es halt so, wie die Oberklasse das macht, oder man kann hier auch einen gewissen Prozess aufrufen. Das heißt, man kann sich dann irgendwie ein Objekt machen, dass dann während der Pause irgendwie eine Animation abspielt oder so, eine Warteanimation. Also solche Sachen kann man damit machen. Ja. Ja, wichtig ist auch noch hier einmal der 2D-View, den ich halt immer benutze. Und hier gibt es auch noch den 3D-View. Da macht man halt eben alle Sachen, wenn man ein 3D-Spiel machen will, dann macht man die Sachen hier. Und im Prinzip macht man dann hier immer eine neue Node, wenn man irgendwas machen will, dann hat man diese riesige Auswahl an Sachen. Und du hast eben auf das Plus geklickt, ja? Ich habe auf das, nee, genau, das ist ganz wichtig. Bei dem Plus, da wählt man wirklich eine Szene zum Beispiel aus. Okay. Und wenn man hier auf dieses, ja, was man normalerweise so für neue Dateien oder so kennt, da fügt man dann ein neues Objekt hinzu oder eine neue Node ein. Und das wird dann unter dem Node eingehängt, der gerade markiert ist. Genau. Man kann aber, also das ist dann, man kann die dann beliebig auch wieder irgendwo anders hin machen. Es gibt hier unten einen wichtigen Knopf, Reparent Selected Nodes. Wenn man da draufklickt, kriegt man hier die Auswahl und kann dann jetzt sagen, die soll jetzt aber nicht mehr der World zugeordnet sein, sondern der Kamera oder so. Und dann kann ich sagen, ja, und dann wirkt das auch direkt auf das ganze Objekt aus und auch auf das ganze Spiel. Das ist nicht überwirken, doch? Noch nicht. warum das so ist, weiß ich nicht. Haben sich auch schon andere in Tutorials gewundert. Ja, es wird bestimmt irgendwann übertragen dürfen. Und wenn nicht, kannst du natürlich gerne den Quellcode runterladen und dafür einbauen. Würde ich mich auch sehr darüber freuen, weil das ist schon immer ein bisschen anstrengend. Vor allem, wenn man, also manchmal baut man irgendwie Mist und merkt, ich hätte die ganzen Nodes eigentlich irgendwo anders hin machen sollen. Und dann ist man sehr viel in diesem Menü hier unterwegs und muss das anstrengend hin und her machen. Wenn man aber nicht so blöd ist wie ich, dann muss man das alles drauf machen, glaube ich. Genau. Was man hier jetzt sieht bei dem Player, der hat hier so ein komisches Symbol. Das ist nämlich, weil der auch wirklich eine eigene Szene ist. Und deshalb sind die Sachen hier auch alle rot. Die kann ich jetzt hier, kann mir die Eigenschaften anschauen und so. Ich kann die aber nicht direkt verändern in dem Editor. Das kann ich jetzt nur machen in dieser Szene. Jetzt kann ich einfach sagen, Open in Editor. Ja, Open in Editor. Sondern jetzt, das hier ist die Szene, die nur für den Spieler da ist. Und ja, da ist jetzt hier dieser Charakter, der hat hier so eine Pille als Kollisionsshape und der hat sonst noch viele Sachen. Und der hat jetzt sogar wieder noch eine Szene als Unterszene. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Habe es anscheinend mal so sinnvoll gehalten. Da sind dann die ganzen Sprites wirklich drin. Und die kann ich jetzt auch wieder in dem Editor öffnen. Und dann sieht das fast genauso aus, nur dass jetzt hier die Kollisionssachen und so weiter verschwunden sind. Und hier drin habe ich dann die ganzen Animationen für den Spieler gemacht. Also hier mit diesem Animation Player.
Das ist auch der, der so mächtig ist. Also da kann man einmal die Animationen halt für die Sprites machen, man kann auch hier für die ganzen Properties, da kann man auch einfach Keyframes einfügen und die halt auch animieren. Und na, da kann man ganz, ganz verrückte Sachen machen, die man erstmal gar nicht so denkt. Ist das jetzt dann nur eine Darstellung, also ist das eine künstlerische Geschichte oder kann man da wirklich auch skelettbasiert irgendwelche Sachen zusammen animieren? Da kommen wir nachher noch zu, aber ja, ich kann mal hier so ein Skelett-Ding hier nehmen und du siehst, hier, ja. Kann man machen. Genau, hier kann ich auch die Animationen abspielen, die verschiedenen, was haben wir hier? Hier, wenn der Spieler runterfällt. Ja, die Hand habe ich missgebaut. Hier ist einfach eine, wenn der atmet er einfach nur und kann mit rum. Beim Springen macht er einfach nur so eine komische Bewegung. Das sieht aber dann im Spiel gar nicht so blöd aus. Genau, und das Wichtigste ist halt hier die Run-Animation. Kann man beliebig viel machen. Und die kann man dann nachher auch einfach über GDScript starten, die Animation. Also die haben halt immer Namen hier, Base, Fall, Idle, Jump und so weiter. Kann man selbst festlegen, das ist einfach ein String. Und dann kann man die programmatisch dann nachher aufrufen. Ja. Ja, noch Wichtiges. Ja, das Schöne ist, bei so einem Sprite kann man auch wirklich einfach direkt eine Textur hier reinladen. Es gibt auch die Möglichkeit, Textur-Atlas anzulegen, um halt Speicher zu sparen, vor allem hier Texturwechsel einzusparen. Das ist ja immer ganz gut für die Performance. Da habe ich bisher noch gar nicht benutzt. Kann man aber auf jeden Fall machen. Also ich denke mal, später, wenn man das für Mobilgeräte exportiert, ist es schon auch wichtig, das zu machen. Und das Schöne ist auch, die liegen jetzt alle in einem Verzeichnis, die Texturen. Ich komme gleich zu mir, falls es eine Meldung war. Die liegen alle in einem Verzeichnis und wenn ich jetzt die Textur extern im Programm überschreibe, dann dauert das ungefähr eine Drittelsekunde und dann ist das auch hier in Godot direkt aktualisiert und die Textur ist ausgetauscht. Denn gibt es eine Möglichkeit, zwischen den Animationen auch von Godot so Transitionen generieren zu lassen, dass wenn ich am Laufen bin und dann die Spring-Animation abspielen möchte, dass der vorher noch so einen Übergang dazwischen braucht? Ich glaube, den macht er, oder ich täusche mich. Also im Spiel macht das wirklich. Hier wechselt er ganz hart zwischen den Sachen. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, im Spiel macht er schon die Transition automatisch. Ich kann es nochmal nachschlagen. Ja. Dann wäre die andere Frage, kann man das auch deaktivieren? Wie? Was kann man das? Kann man das auch optional deaktivieren? Wie deaktivieren? Wenn man das nicht möchte. Die Transition? Da ich ja nicht weiß, ob er die macht, weiß ich nicht, wie das geht. Das geht bestimmt. Godot ist so toll. Ich bin einer von diesen kleinen Knöpfen, da kann man das einfach machen. So. Gehen wir erstmal zurück. Naja, jetzt haben wir das hier ja schon so ein bisschen gesehen. Ich habe da extra was vorbereitet noch. Hier gebastelt. Oh, das hat der Martin eben schon gesagt. Das ist hier dieser Spieler noch mit dem alten Helm. Und das ist also eine traditionelle Cutout-Animation. Das heißt, man baut sich eigentlich die Einzelteile seines Charakters zusammen aus. Ja, genau. Man teilt ihn auf in Stiefel, Beine, Hüfte, Arme, Kopf und so weiter. Und dann kann man dem halt nachher ein Skelett geben. Und jetzt haben wir das hier eben schon auch so ein bisschen gesehen. Und das geht alles hier in dem Editor. Also man muss Godot niemals verlassen eigentlich. Außer die Grafik, die muss man halt schon noch irgendwo anders machen. Aber das geht bestimmt auch irgendwann in Godot. Auf jeden Fall. Geht schon auch weiter. Ja, auf jeden Fall kann man dann hier eben mit inverser Kinematik seine Männchen hier schön animieren, seine Weibchen, was auch immer. Ja, und ja, und da kann man schon sehr, sehr schöne Animationen mitmachen, finde ich, und sehr einfach. Und das habe ich mir eigentlich immer gewünscht. Also es gibt sehr viele Third-Party-Tools, mit denen man sowas machen kann, wie zum Beispiel Spine oder wie heißt das andere, Spriter. Aber hier ist es halt einfach direkt integriert, man muss das nicht nachher noch irgendwie die Engine importieren oder so, sondern man macht das einfach direkt hier. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Und wie gesagt, kann dann auch die einzelnen Bones, das wurde ja auch immer gefragt, kann die auch dann animieren. Also kann denen einzelne Keyframes zuweisen und sich dann eben so ein Walk-Cycle bauen und so weiter. Jo. Ja, okay. Ich bin ja schon fast mit Fazit.
Ich hatte schon gedacht, ich hätte hier schon viel zu viel gezeigt. Dann gehe ich noch mal ein bisschen in die Tiefe. Also, ich kann ja das Spiel auch erstmal starten. Vielleicht. Man sieht, dass hier was los ist. Kann ich das hier direkt aus dem Ding oder startet jetzt mit dem Ziel? Nee, probier es aus. Probier es aus. Ja, ich glaube, Play the Project. Genau. Genau, so sieht das momentan aus hier. Da hat ihr eine Weltraumfrau, die ballert alles nieder. Da sind so fiese Dinger, die hier gespawnt werden. Und das sind halt eben jedes Mal, wenn so ein Monster kommt, dann wird halt einfach die Szene instanziert und dann wird die einfach hinzugefügt. Und also diese Dinger hier, die instanzieren dann die Gegner wiederum. Und da oben, das Raumschiff instanziert dann diese Spawn-Punkte. Was? Instanzieren? Ja, keine Ahnung, ich bin auch nicht. Ja, das wird also quasi zur Laufzeit erzeugt. Ja, so. Die Objekte werden halt die Szenen werden halt. Ja. Genau. Dann kann man hier rumlaufen, rumballern. Da wird so ein bisschen die Physik-Engine benutzt. Die wird auch hier ein bisschen verbogen, weil man ja hier auf diesem Planeten ist und man soll ja immer zum Mittelpunkt gezogen werden. Und dann muss man, die Gravitation muss ich dann leider selbst schreiben, weil das momentan noch nicht möglich ist, da den Gravitationsvektor so zu machen, dass er wirklich irgendwo ist. Und dass du dann, wenn du um den rumläufst, dass du dann von dem angezogen wirst. Das muss man halt schon noch selbst machen. Das spawnen ganz schön viele, ne? Ja, ja, also jetzt vielleicht. Ja, das wird auch immer mehr. Jetzt gleich wird mein Rechner auch schlapp machen, glaube ich. Das ist noch in der frühen Entwicklungsphase. Ja, aber man sieht hier das Grüne hier, das sind dann auch Partikeleffekte, also das Blut von den fiesen Weltraum. Ich habe Spider-Shrooms heißen die, habe ich die genannt. Ja, und die haben halt auch alle hier diese Skelettanimation, genau, die können wir uns ja auch hier mit raus. Kann man das formen, das Spiel? Ja. Wir wollten das Gold ersetzen. Ja, wir gucken mal. Ja, ich öffne jetzt gerade mal hier eine Szene. Also wir sehen ja jetzt. Diese Gegner werden ja nur im Programmcode erzeugt, deshalb tauchen die ja hier in dem Szenengraf und lassen nicht auf. Hier sowieso nicht, wir müssen ja aufziehen natürlich. Ja, aber hier sind mir jetzt die ganzen Szenen, die ich hier im Projekt habe. Also einmal Bullet, dann habe ich nochmal ein Bullet, weil der erste blöd war. Dann habe ich hier so eine Enemy-Szene, die Hauptszene, da muss ich halt einen Satz spielen. Dann habe ich dieses Mutterschiff, den Player. Dann hatte ich früher mal so einen Soldier, der ist aber auch nicht mehr da, richtig. Dann diesen Spawn-Punkt und die Spider-Schuhe. Die öffnen wir mal gerade. Genau, dann sehen wir auch, dass die hier eigentlich nur grau ist. Und da habe ich mir so ein kleines Bild geschrieben, damit nur das hier dann halt mal farbig wird. Und ansonsten ist das hier aber auch wieder so eine Skelettanimation, damit die ihre fiesen, stelzenhaften Bewegungen machen können. Und. Ja, die haben dann hier auch ein Skript, was dann auch nicht so riesig ist. Da ist ein großer Teil eigentlich auch nur für die Gravitation verantwortlich, hier für die Bewegung. Und das war es auch schon fast. Hier ist einfach noch die Sterbeanimation. Ach ja, und hier sind die Partikel, dass die halt eben ausgestoßen werden, wenn das Ding sich verletzt, dann schießt es halt so ein bisschen Blut aus sich raus. Und das können wir dann auch hier sehen. Genau, hier ist dann halt so eine Partikel-to-D-Node. Ach ja, es gibt fast jede Node dann in der 2D- und in der 3D-Version aus ja, verständlichen Gründen. Die sind natürlich hier viel einfacher gestrickt, die ganzen Sachen, weil sie die 2D-Version beachten müssen. Und zum Beispiel Partikel, die lassen sich hier dann einfach in den Properties, das sieht man schon hier nicht, in den Properties ganz leicht konfigurieren. Also einfach, wie viele Partikel sind das, was haben wir für eine Lifetime, ja, alle möglichen Kram kann man hier einstellen. Und halt die Textur natürlich auch, die Direction, wie weit die auseinander gehen, das kann man also alles hier machen. Und jetzt kann man natürlich das Ding aktiv stellen. Genau, ich kann das auch hier einfach auf On stellen. Ja gut, der macht das halt immer nur einmal, aber jedes Mal, wenn ich hier jetzt drauf drücke, sehe ich auch direkt, was hier los ist. Jetzt können wir ja irgendwie mal den Mount auf 128 oder so erhöhen und dann gucken wir nochmal, was passiert. Dann kommt hier schon viel mehr rausgeschossen. Ich kann hier einfach einstellen,
kannst noch weiter auseinander gehen, hier so 360 Grad und vielleicht auch viel schneller. So. Und dann klicken wir auf Emitting. Genau, jetzt sehen wir hier, geht es jetzt schon richtig ab. Und so kann man halt sehr leicht seine Partikeleffekte, das ist ja schon mal ein bisschen schwer ist, sich vorzustellen, finde ich, wenn man das im Code hat. Hier hat man eben alle Eigenschaften, die es so gibt. Und kann sich direkt anschauen, wie wirkt sich das aus. Ja. So viel zu den Partikeln. Was haben wir noch Interessantes? Die Collision Shape. Sieht man jetzt gerade gar nicht, weil die unter dem Ding ist. Die Animation Player habe ich schon gezeigt. Gehen wir nochmal in die Hauptszene. Ah ja, ein sehr wichtiger Knopf ist auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in die Player-Szene reingehe, kann man die immer, gibt es auch eine Tastenkombination für Go to Previous Scene. Und dann ist man auch wieder in der vorherigen Szene, was meistens die Hauptszene ist, ist man wieder drin, weil man wechselt dann doch ziemlich viel herum. Es bietet sich halt auch am Anfang an, erstmal alles in der Hauptszene zu machen und dann nach und nach die Sachen in die einzelnen Szenen auszubilden. Lässt sich ja dann einfach leichter Prototype. So, was haben wir noch nicht gesehen von den Sachen, die es gibt? Ach ja, auch der Sound ist auch einfach eine Note, also so ein Sample-Player hier. Dem ordnen wir den Player zu und dann ist der auch nachher eben stereomäßig auch in der Position, wo der Ton ausgestoßen wird. Sonst muss man sich gar nicht kümmern. Und da kann man auch wieder verschiedene Sachen machen, wie den Pitch anheben oder senken, um irgendwelche Effekte zu machen. Das geht natürlich auch wieder alles programmatisch. Also man kann auch auf die ganzen Eigenschaften, die es hier gibt, hier in den Property Panel gibt, in den Sektor gibt, auf die kann man natürlich auch im Quellcode zugreifen. Und was auch sehr schön ist, wenn ich jetzt hier noch ins PDScript reingehe, ich kann auch Variablen exportieren. Also dann schreibe ich hier einen Export vor. Und so, wenn ich das jetzt speichere. Dann müsste eigentlich jetzt haben wir hier die Gravity, die habt ihr gerade als Exportvariable angelegt. Die ist ja auch in dem Inspektor drin. Also ich kann jetzt hier einfach die Werte ändern und dann ändern die sich auch für das Script. Also ich kann eigentlich alle Variablen, die ich habe, kann ich hierfür sichtbar machen und editierbar machen. Also es könnte jetzt zum Beispiel auch die Farbe sein. Das habe ich. Also die exportierten Variablen, für die kannst du Keyframes anlegen. Genau, das kann ich auch machen. Okay. Und ich kann sie halt hier auch einfach direkt editieren. Ich kann jetzt sagen, ja gut, aber die Frage ist ja, wenn du sie da editierst, ist das dann global für das gesamte Spiel die ganze Zeit? Ja, das ist immer für die Instanz. Also jetzt nur für, so. Aber doch, aber für das ganze Spiel, ja. Also immer nur für die Instanz, aber ja, für das ganze Spiel. Überall. Genau, der Wert gilt jetzt auch immer. Also selbst, ich habe ja jetzt hier so einen Wert angelegt gehabt, 500 ist ja der Basiswert, den haben wir auch eben gesehen. Also sobald ich das ändere, hat der Wert hier keine Bedeutung mehr. Also gilt immer der, den ich hier im Editor angelegt habe. Das ist eine wichtige Lektion, die man lernen muss. Ja. dann wundert man sich, wenn ich ganz mal, ich habe den Wert geändert. Oh, das tut sich nichts. Genau. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Farbe exportiert, dann kriegt man hier im Inspektor auch so ein Ding, wo man einfach eine Farbe auswählen kann. Das ist schon ganz komfortabel. Ja. So. Machen wir was Interessantes. Ja, da habe ich ja auch eben schon mal von geredet. Über GetNode kann man sich jede beliebige Node holen, erstmal die innerhalb meiner Szene ist. Also der Player hat ja diese verschiedenen Nodes, unter anderem auch diesen Raycast2B. Und den kann ich mir auch mit dem GetNode dann holen und dann irgendwelche Sachen machen. Und ich habe aber auch global Zugriff darüber, also über so ein, also hier mit Slashes getrennt ist dann jeder Notenname quasi immer. Darüber kann ich eigentlich auch auf tiefer liegende Notes zugreifen. Und ich kann halt auch mit Slash am Anfang oder mit Root Slash am Anfang, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Habe ich es eben gemacht. Ist ja auch nicht die feine englische Art eigentlich, auf andere Objekte zuzugreifen. Aber man kann eigentlich auf alle Objekte, die es insgesamt in der ganzen Welt gibt, zugreifen, solange man den Pfad dazu kennt. Wie läuft das dann? Du hast ja jetzt bei den. Die Nodes sind ja innerhalb einer Szene. Mhm. Ist die Szene auch ein Node? Ja. Ah, okay. Genau, also alles ist eigentlich ein Node. Das kann ja, aber wie ist das dann, wenn du so dynamisch irgendwelche Dinge instanzierst? Mhm.
Also du kannst zum Beispiel durch die Kinder iterieren. Also kannst du einfach sagen, gib mir alle Kinder nur. Aber die hätten dann erstmal a priori erstmal alle den gleichen Pfad, weil sie den gleichen Namen haben. Ja, stimmt. Ich glaube, mit jeder Instanz ändert sich auch der Name. Müsste eigentlich so sein. Müsste ich vielleicht irgendwas hochgezählt haben? Ich kann mir schon vorstellen. Aber ja. Also, wenn du das dann steht dann die Frage, wie referenzierst du dann da drin? Also, ja, stimmt, da wird es schon schwer. Da musst du halt wenigstens die kennen, die Kinder hat. Mhm. Dann holst du dir die Kinder und iterierst über die Kinder drüber und dann sind die Namen so ein bisschen egal. Aber eigentlich ist es ja so, wenn du das im Code instanzierst, hast du ja sowieso direkt irgendwie einen Zugriff auf das Instanzieren. Aber dann musst du das zum Beispiel nicht intern in deinem Objekt speichern, sondern du weißt, dass die werden halt irgendwo in die hingemacht und da sind die einfach und dann kann ich halt programmatisch dann wieder darauf zugreifen. Ja, also ist halt insgesamt einfach mächtiger und spart dir halt selbst die ganze Zeit Buch zu führen über deine Objekte, die du anlegst. Das ist ja oft ein großes Problem, dass man irgendwie sein Entity-System hat. Irgendwer muss darüber wachen, dass die, wo die ganzen Entities sind und so. Und hier ist einfach alles eine Node und darüber greifst du halt auch auf alles zu. So. Ja, was ist noch interessant? Ach ja, Inputs. Man will ja irgendwie nachher ein Gamepad anschließen oder man will mit der Tastatur das Ganze steuern. Und da kann man hier über die Projekt-Settings. Gibt es hier so ein Input-Map und da kann man einfach sich Aktionen anlegen. Zum Beispiel habe ich mir angelegt, Player 1 move left. Ja, dann kann ich hier sagen, wenn A gedrückt wird, soll diese Aktion ausgelöst werden oder ich kann auch hier auf das Plus drücken und mir beliebig viele andere Tasten für die gleiche Aktion. Ich hoffe, man sieht es hier so ein bisschen. Oder halt einen Button oder eine Joystick-Achse, also ist ja beim Gamepad auch vorhanden. Oder halt über die Maus die Steuerung machen. Und dann kann ich einfach sagen, das soll ein Joy-Button sein. Und wenn ich jetzt hier was angeschlossen hätte, könnte ich jetzt einfach, keine Ahnung, X auf dem Gamepad drücken und dann hätte ich das dem hier zugeordnet. Und reagiere dann halt eben später in meinem Quellcode nicht auf einzelne Tasten, sondern auf diese Aktion. Und kann dadurch eben einfach über Settings ändern, was womit angesteuert wird. Da spart man sich halt eine ganze Menge Konfigurationsarbeit. Ja, und im Code sieht das dann einfach so aus. Wir hatten so eine Input-Klasse und da guckt man einfach, wurde diese Action ausgelöst und wenn ja, dann mach halt zum Beispiel feuer dein Projektil ab. Ja, alles schön einfach und trotzdem mächtig. Das ist so auch das Prinzip von Google. Gut. Ja, gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Bestimmt. Ja, ich glaube, dass vielleicht erst mal eine Einführung. Wer weiß, vielleicht wird es auch irgendwann einen Godot-Workshop geben. Dabei geht es erst mal einen Blender-Workshop, mal gucken, wie der wird. Wann ist der nochmal? Der Blender-Workshop ist übrigens am letzten Wochenende im Mai. 14 bis 18 Uhr. Wieder sind schon im Kalender. Samstag und Sonntag. Was? Kannst du nicht? Steht nicht im Kalender. Doch, habe ich dir bei der Vorstandssitzung gesagt. Ja. Naja, aber ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, warum eigentlich so eine Open Source Engine? Das habt ihr schon gemerkt, ich finde die auf jeden Fall besser als Unity. Unreal Engine habe ich noch nicht probiert und Crysis auch noch nicht. Aber ich finde es halt sowieso insgesamt wichtig, wenn eine Engine nicht von so einem kleinen Kreis nur entwickelt wird, sondern das schön von vielen Leuten und ganz offen gemacht wird. Das ist ja schon mein Argument. Ist das denn so? Ja. Jetzt ganz banal gefragt. Mhm. Also, weil ich meine, häufig hat man so den Effekt, wenn irgendwie ein größeres Projekt so plötzlich auftaucht, dass dann nicht so ganz ohne weiteres da. Also ich habe mir jetzt auf GitHub noch nicht die Beteiligung angeschaut. Ja. Es ist auf jeden Fall auch so, dass die beiden Schöpfer quasi auch immer noch sehr, sehr aktiv dabei sind. Mhm. Also das ist ja auch gut so. Ich glaube, es geht aber auch schon einiges. Also müsste man mal ins Git einfach schauen, wie es aussieht. Ja, ich glaube, wir machen es sind 96 Contributor. Oh, 96 Contributor, das ist ja schon eine ziemlich ordentliche Zahl. Dafür, dass es, wie gesagt, der erst seit 6 Monaten Open Source ist. Es gibt auch mittlerweile schon einige Tutorials. Ja, das kommen wir fast rein. Kommen wir jetzt hin. Was?
Comics kommen fast alle von einem. Ach so, aber es sind auch andere Leute. Ja, das muss ja auch noch sich erstmal einarbeiten. Es gibt auf jeden Fall noch viel Arbeit zu tun, wenn jemand sich dafür interessiert, damit zu helfen. Ich glaube, die Engine an sich ist in C++ geschrieben. Könnt ihr ja mal gucken. Ja, kommen wir zum Fazit. Ja, brauchen wir jetzt halt von kostenlosen, großen Engines überhaupt noch Open Source Game Engines? Und da habe ich hier ein wichtiges Zitat eigentlich von der JMonkey Engine. Games must never stop being weird. Und genauer erklärt wird es dann auch noch von den Erlen Sorge Heggen von der JMonkey Engine. Das ist halt so eine Java-Engine, auf der auch viele Sachen aufsetzen. Ja, und der sagt halt, if Unity and Unreal Engine are the Legos of Game Development, JMonkey Engine is the crazy uncle who just gives you the key to his entire tool shed with its power tools and loose wires and just says, try not to get yourself killed. Ja, also es ist nochmal was ganz anderes. Hier kann man wirklich überall unter der Haube auch arbeiten und man kann alles damit machen. Und es ist ja auch ein bisschen so, dass sich die, ja, die Kreativprodukte, die man eben mit so einer Spielengine zum Beispiel erzeugen kann, die hängen ja schon auch immer damit zusammen, mit welchem Werkzeug man die herstellt. Also man gewöhnt sich ja sehr schnell auch an die Limitation, die irgendeine Engine hat, und dann macht man bestimmte Sachen zum Beispiel nicht mehr. Oder man gewöhnt sich eben an den Komfort von manchen Engines und macht dann die Sachen immer gleich und das entsteht so ein Einheitsbrei. Und gerade deshalb finde ich es wichtig, dass es möglichst viele Engines gibt. Gerade auch, wie man jetzt zum Beispiel an mir sieht, für mich ist Unity jetzt halt nicht so. Und deshalb ist es einfach gut, dass es auch eine Auswahl gibt, dass man eben eine Spiele-Engine finden kann, die zu einem passt. Ja, und ich hoffe, das richtet ihr mir alle bei. Ja, das war's. Vielen Dank. Ja, noch irgendwelche Fragen? Es wurden ja schon einige während des Vortrags gestellt. Mal, als ich die am Anfang gesagt habe, wie sieht das aus mit dem Renderer dahinter? Kann man da irgendwas dran rumfummeln, außer jetzt in den Quelltext reinzugehen? Oder irgendwas aus der Engine heraus selbst? Also aus der Engine heraus selbst, dann über die Shader, muss ich sagen. Also die Shader-Sprache? Also es ist erstmal auch eine Node-basierte Shader-Geschichte, also wie es in Unity, glaube ich, auch ist. Ich glaube, du kannst es auch Skript schreiben. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, aber ich glaube, das kann man. Also so könntest du quasi darauf Einfluss nehmen. Und am Anfang habe ich auch noch erzählt, es ist halt auch noch so ein Screen-Renderer, der so ein Post-Processing Tool ist quasi, wo du auch einfach den ganzen Bildschirm dann nochmal mit einem Shader bearbeiten kannst. Ja. Da gibt es auch, ach ja, was auch sehr wichtig ist, habe ich ganz vergessen zu sagen. Es gibt ja sehr viele Tutorials und es gibt vor allen Dingen auch sehr viele Demos. Also direkt auf der Godot-Seite kann man sich so ein Demo-Paket runterladen, das kann ich nur sehr empfehlen. Wenn ich hier mal gerade in die Projektliste klicke. So, da sieht man mal, das hier sind alles die Demos, die es gibt. Also zu jeder Sache, die es so gibt, also hier haben wir ein Partikelsystem, hier ist so ein Prong halt natürlich, hier ein Shader. Wir haben halt wo hast du das jetzt hergeholt? Auf der Godot-Seite. Ich bin leider gerade nicht online. Also auf der Godot-Seite. Achso, die hast du runtergeladen? Ja, die kann ich runterladen. Okay, genau. Ich dachte, die wären vielleicht irgendwie aus der... aus dem Fall Selector irgendwie ach so. Direkt zugreifen. Nee, also du kannst dann einfach hier Scan machen auf das Demo Directory und der scannt dann alle ein, dann hast du hier schön übersichtlich, teilweise auch mit Thumbnails. Ja, was haben wir hier noch? Hier eine Rube Goldberg Machine, also für Physik. Was haben wir noch für schöne Sachen? Einfach mal wie eine Pause funktioniert. Dann hier noch mehr Physik-Sachen, GUIs in 3D. 3D in 2D, dann haben wir hier auch eine Instanzierungsdemo, wir haben einen ganzen 3D-Plattformer, also natürlich sehr basic, aber der ist schon relativ cool, wie man mit Joysticks umgeht, wie man Picking macht mit der Maus im 3D-Raum, dann 3D-Kollisionen mit Physik, Screens, hier haben wir einfach mal so ein Strategiespiel, so ein hexagonales Strategiespiel, eine isometrische Engine, also hier gibt es alles mögliche eigentlich. Also wenn man irgendwie einen Start braucht, dann sind diese Demos wirklich sehr, sehr gut. Genau, hier ist auch noch ein 2D-Plattformer, hier sind auch die 2D-Shaders, hier sind diese Screen Space, die kann ich ja gerade noch öffnen eigentlich. Die waren so schön. Genau, das kann man jetzt starten.
Wenn wir nehmen am besten hier dieses Bild hier. Da finde ich sehr schön, diesen Pixel-Shader, wenn man den anmacht. Das ist alles so schön pixelig. Oder noch irgendwie so Sepia. Negativ, gut, so ganz simple Sachen. Was Schönes. Ja, hier auch so bewegte Sachen natürlich. Okay. Hier einfach das wie alter Film aussieht, auch mit solchen Artefakten. Ja, und solche Sachen gibt es ja halt einfach schon in den Demos. Und die kann man sich natürlich auch nehmen und in seinen eigenen Sachen dann wieder weiterführen. Und hier ist es gerade auffällig, dass sich der Effekt sehr stark verändert hat in dem Moment, wo du das Fenster kleiner gemacht hast. Ja, weil das eine Vignette ist, nämlich, oder? Ja, ja, nein, aber die im Vollbildmodus wird sozusagen nicht mit der Bildbereich nicht hochskaliert. Genau. Ja, ja, das ist also nicht für den Vollbildmodus gedacht. Ja, ich kann aber bestimmt auch so machen, dass es skaliert. Ach genau, man kann hier auch in den Settings natürlich auch so Sachen wie Auflösung und so weiter einstellen. Und auch, wie der sich verhält beim Skalieren. Also es gibt okay. Hier, der Stretch-Mode ist nämlich momentan disabled. Man kann aber auch sagen, dass das Viewport abhängig ist. Wie das ganz funktioniert, weiß ich noch nicht. Ja, auf jeden Fall auch, dass der hier dann, dass der sehr wichtig ist, immer, dass der Aspect Ratio beibehalten wird beim Skalieren. Dann macht er halt einfach das Bild dann breiter, anstatt dass es komisch groß zieht oder so. Dann vergrößert sich zum Beispiel einfach der Bildausschnitt. Oder es werden halt schwarze Balken hinzugefügt. Ja, solche Sachen kann man hier halt auch einfach einstellen, die man halt sonst aufwendig selbst herstellen muss. Ja. Gerade eben in dem Ding hat man gesehen, dass es da so ein Pop-Down-Menü gibt. Da heißt das, dass es so die üblichen User-Interface-Dinger gibt? Genau, das hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt. Also man kann sich hier ein komplettes User-Interface zusammenbauen. Also hier gibt es klar Pop-Downs. Wenn wir hier mal in die Übersicht gehen. Ja, dann haben wir hier verschiedene Button, Checkboxen, was haben wir noch alles, so Button Groups, um die Sachen irgendwie zu kopieren, dann gibt es verschiedene Container, horizontale Layouts, vertikale Layouts, Grids, also alles, was man so eigentlich aus der GUI-Programmierung kennt, Scroll-Container, verschiedene Margins, ja, Labels natürlich auch, ja, also das. Also was man hier alles sieht, diese ganze Liste hier, das sind nur die GUI-Sachen. Ne? Verschiedene Dialoge auch, hier so Pop-Ups. Weiß ich nicht, ob man die wirklich haben will, aber kann man die machen. Man kann hier Tabs machen, sogar Rich-Text-Labels. Also man kann hier im Prinzip auch eigentlich eine Anwendung in sich genommen probieren. Ja, nee, tatsächlich habe ich gerade da sowas im Kopf. Weiß bloß nicht, ob das sinnvoll ist. Was aber die Frage aufwirft, da hast du vorhin schon mal was versprochen, aber da ist, glaube ich, noch nichts dazu gekommen. Wie ist das mit den Backends? Also, wofür kannst du das Spiel dann sozusagen rausnudeln? Genau, ich gucke mal gerade, was ich hier an Xcode-Templates habe. Also, ich habe hier momentan installiert Android, BlackBerry, HTML5, Linux, macOS, Windows. Wenn ich einen Mac hätte, könnte ich auch für iOS exportieren. Da braucht man leider nach wie vor Xcode, aber man muss auch den Code signieren und so weiter. Den Developer-Account. Ja, genau, den 100-Dollar Developer-Account, Zertifikat und so weiter. Aber man kann es halt machen. Und für Android jetzt herzugehen und dann fällt da hinten raus irgendwie so ein APK oder was? Genau. Ja. Okay. Das ist schon ganz fluffig. Ja. Hast du das schon mal getestet? Nein. Nee, ich habe mich auch. Hier sagt er noch irgendwas. Achso, gut, hier muss man natürlich dann noch das JDK irgendwie muss sagen, wo die, das Android SDK liegt und so. Achso, das braucht man halt. Ja, das braucht man halt immer. Genau, wie gesagt, das gleiche in Grün ist dann eben bei iOS auch und mit dem zusätzlichen Fallstrick, dass man es auf dem Mac machen muss. Oder unter macOS. Auf welchem Rechner es eigentlich immer. Gut. Weitere Fragen? Kannst du die GUI-Controls auch mit einem Skin oder einem Thing irgendwie bearbeiten? Ich glaube, ja, schon. Habe ich auch noch nicht gemacht. Nein, sieht schon echt schick aus, aber. Hier, Theme. Da kann man ein neues Theme anlegen. Oder hier kann man welche laden. Ich weiß halt nicht, wie man die denn herkriegt. Ja, ja, aber kann man machen. Wenn du auf New gehst, kommt auch so ein Editor, da kannst du dann die ganzen verschiedenen Farben. Oh, wow, voll geil. Ja. Das wusste ich ja noch gar nicht. Das ist ja richtig toll.
Ja, hier sieht man zum Beispiel auch mal alles, was man machen kann in der Ruby. Dadurch, dass man hier das Team anlegen kann. Schon das jetzt für die Tabs. Schönste Slider. Progress Bars. Also man hat eigentlich alles, was man so braucht für so eine GUI. Ja. Kann man mal überlegen, ob man da sich irgendwas zusammenbaut. Ich brauche für den Vogel schon mal noch eine Vogel-Apart-Liste. Aha. Das könnte gut sein. Ansonsten empfehle ich den MIT App Inventor. So was Kleines kann man noch gerade so benutzen. Bei allem, was ein bisschen größer ist, wird es schwer. Da kommt am Ende auf jeden Fall auch eine APK raus. Gut, noch weitere Fragen? Dann bedanke ich mich auch nochmal für die intelligenten und guten Fragen, die mich so gerne darauf gestoßen haben, dass man so Themen anlegt. Vielen Dank. Alles klar.